Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zum Klempner-Simulator. Mein Gott. Wir müssen eigentlich jedes Mal dreckiges Wasser in einem Waschbecken finden. Ich würde sagen, als nächstes gehört fest zu unserer Ausrüstung dreckiges Wasser, das wir in ein Waschbecken packen. So, wir gehen wieder auf Geistersuche und der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Charles Anderson, wir gehen jetzt den Bruder von Daniel suchen. Also irgendwas stimmt mit der Familie nicht so ganz. Und mit wir meine ich natürlich meinen lieben Aufnahmepartner Rocky. Komm, betet mich doch nochmal an, das hast du vorhin so schön gemacht. Ah ja, Roggi kann einfach gut beten, ne? Ansonsten müssen wir ein Teammitglied Zeuge eines Geisterevents werden lassen und den EMF-Reader benutzen. Roggi, bist du schon ausgestattet? Noch nicht, nein, Noch ich soll nicht. alles liegen lassen. Dann lass mal fröhlich ausstatten und dann gucken wir mal, wer was mitnimmt. Ich finde Fotoapparate immer ganz toll. So, was war da? EMF-Reader. Ich würde mich wieder am EMF sehen. Okay, dann probier mal. Das ist Dann irgendwie so mein Ding. nehme ich wieder das Thermometer mit. Nehme ich das Thermometer mit? Ja, komm. Was brauchen wir denn noch? Schlüssel müssen wir noch. Theoretisch. Ah, Schlüssel hast du Den schon. habe ich. Okay. Videokamera könntest du noch mitnehmen, vielleicht. Oder das Buch. Jo, Weiß ich machen nicht. Okay. wir. Ich nehme eine Kamera mit. Das ist. Die wollen uns veralbern, ne? Das ist halt tatsächlich der Bruder von Daniel. Guck dir das Ach mal du an. Kacke. Das Ja, ist halt meiner, jetzt ne? literally der Bruder. Also so richtig literally der Bruder. Krass. Das ist dasselbe Haus. Oh Mann. Hier ist der Knochen. So, das hätten wir. Ging jetzt relativ flott. Charles Anderson, dein Bruder war ein Gespenst. Ist schon wieder dieses komische Häschen. Das Häschen ist für mich einfach immer ein Beweis. So, wir hatten uns geeinigt darauf, kein Licht. Mach das Wasser an. Schalt das Wasser ein. Kannst du das Wasser einschalten? Das hier ist quasi einfach nur so ein Fluchtraum. Okay. Gib uns ein Zeichen. Charles Charles Anderson, Anderson. gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Okay, den Keller kennen wir schon. Roggi, krack. Ich finde die Garage sehr gruselig. Roggi, Ja. ich möchte bitte, dass wenn du über den Global Chat sprichst, immer schön krrk vorher sagst. Okay. Krrk, danke, krrk. Okay, aber die Temperaturen hier, die sagen nichts. Also die Die Garage ist Temperaturen irgendwie sehr hier gruselig. sind nichtssagend. Gib uns EMF ein hat bisher noch Zeichen. nichts gemacht. Ja, ich denke, er ist wieder oben. Ich meine, sein Bruder war oben, er Daniel wird hat, auch glaube ich, oben auch nicht so sein. Lust auf uns. Nee, die Frage ist nur, ob wir in den Keller gehen. Lass mal jetzt noch schnell in Da den war ich Keller schon. gehen. Gucken, ob Ja, ich guck, da EMF hat nicht Temperaturen habe. gesagt. Kannst du bitte mitkommen? Roggi! Roggi! Ja. Krack! Mann! Ich war schon im Keller. Ja, aber vielleicht kriege ich ja Temperaturen hier, weißt du? Ich habe so Schiss in diesem Keller. Ja, okay, nee, keine Temperature, Sir. Da können wir hochgehen, ne? Da, wo sein Bruder auch war. Hier hinten, waren wir da schon Ich sag jetzt überall? nicht, die chillen beide in ihrem Kinderzimmer. Hat doch, garantiert. Safe ist er jetzt am selben Ort, bin ich mir so sicher. Gib uns ein Zeichen. Okay, Charles, wir kommen jetzt hoch. Aber wir Police, müssen open unten up! bleiben. Gib uns ein Zeichen. Oh ja, Genau hier guck bin ich mal. gestorben, Direkt wehe. schon auf 10 Grad runter. Es ist halt wieder der Flur. Ich hasse es. Es ist halt wieder. Es ist halt wieder der Flur. Es ist so schlimm. Gib uns ein Zeichen. Charles Anderson. Charles, gib uns schmutziges Wasser und Brot.
Charles Anderson. Ich vergebe deinem Bruder, dass er mich umgebracht hat. Charles, bitte zeig dir. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Der Raum hier ist so schlimm, weil die Tür so doof aufgeht, finde ich. Hier ist aber auch nichts wieder, ne? Das ganze Haus ist einfach nichts. Charles Anderson. Wo bist du? MF5. Okay. Ja, lass uns einmal neue Sachen holen. Ja, geht von 0 auf 5 direkt hoch. Okay, Roggi, wir haben einen Hinweis und den schreiben wir in unser... kleines, dickes Notizbuch. Du, hörst du nicht zu? Okay, EMF5 haben wir, dann brauchen wir jetzt Geisterorb, Geisterbuch, so die Sachen, ne? Gefriertemperaturen haben wir diesmal nicht. Ich habe das Buch. Und hast du die Kamera schon? Ich habe keine Kamera. Achso, ich habe genau die mit, ja, aber nicht aufgestellt. Ja, ja, das ist aber ausreichend. Die müssen wir jetzt mitnehmen. Ich schmeiße hier das Buch hin. Oh, das ist auch gut. Ich schmeiß einmal das Buch hin und heb dann die Kamera wieder auf. Ich stelle meine Kamera irgendwo hin und suche nach Fingerabdrücken danach. Schreib in das Buch. Charles Anderson, schreib in das Buch. Aha. Kriegen wir noch Gefriertemperaturen hin? Wahrscheinlich nicht. Schreib in das Buch. Naja, er hat ja aber auch noch nichts gemacht. Gib uns ein Zeichen. Charles Anderson, gib uns ein Zeichen. Oh Mann, Charles Anderson. Gib uns ein Zeichen. Jetzt findest du vielleicht auch eher Fingerabdrücke. Guck auch auf der Rückseite von den Türen. Gib uns ein Zeichen. Ah, okay, er ist hier durchgelaufen. Roggi, wir haben Fußspuren. Roggi, er ist bei dir. Krack. Krack. Er muss bei dir sein. Er muss bei dir sein. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Fingerabdrücke negativ. Gib uns ein Zeichen. Wo hast du die Kamera hingestellt, Mann? Ja, der war vorhin in dem Flur mit dem Raum da. Ich dachte, ich stelle ihn mal dahin. Nee, der ist hier. Aber stell sie woanders hin. Ich bräuchte an sich mal was Neues. Ich habe keine Fingerabdrücke, jetzt bräuchten wir noch irgendwas. Wie stellt man die denn ab? Mit F. Ah, okay. Ich komme gleich wieder, seid ihr. Nein, lass mich nicht allein, bist du verrückt? Charles Anderson, schreib in das Buch. Charles Anderson. Fingerabdrücke waren nichts, ich nehme jetzt die Geisterwaffe. Krack, okay. Krack.
Okay, was haben wir? Wir haben tatsächlich Fotos jetzt vom Salz. Müssen wir mal Die überlegen. Fingerabdrücke aber trotzdem noch mit, falls sich doch noch was verändert. Du könntest ihm mal sagen, dass er uns ein Zeichen geben soll. Ich gehe jetzt hoch mit der Geisterbox. Mach bitte die Taschenlampe aus, Krack. Krack, Taschenlampe aus. Okay, Rogi, was tust du? Kriegen wir Orbs? Ne. Es ist kein Hand. Es ist aber auch gerade überhaupt keine Aktivität. Rocky, wir haben null Aktivität. Trigger ihn mal ein bisschen. Passiert nicht viel, ne? Aber ich glaube, Geisterorbs können wir ausschließen. Kroggy, ich komm rein. Licht ist angegangen. Okay. Reicht das als Geister-Event? Nee. Mach's mal wieder aus, bitte. Ich habe einen Schrei gehört. Bestätige Ausschlag 7. Okay, das war das Geister-Event, das wir gebraucht haben. Keine Fingerabdrücke bei der Lampe. Okay, komme. Geh in die Ecke, geh in die Ecke. Rogi, hörst du mich? Ja, er kommt, ich bin tot. Gott. Oh Mann, die Anderson-Brüder, ey. Was tut das, Roggi? Wo bist du? Wer bist du? Roggi, ich hoffe, dass du der Teller bist, ey. Der macht mir gerade richtig Angst. Wie heißt du? Was willst du? Okay, die Geisterbox will wieder nichts erkennen. Was sagt das Journal? Fingerabdrücke, sagt Rogi, hat er keine gehabt. Geisterorbs haben wir nicht gesehen. Das Geisterbuch könnten wir jetzt nochmal checken. Gefriertemperaturen haben wir nicht gehabt. Das heißt, es ist wahrscheinlich Geisterorb. Dann wäre es Shade. Oder Geisterbox, dann wäre es Oni. Gucken wir mal. Shade und Oni. Oni. Durch ihre hohe Aktivitätsrate sind Onis leichter zu erkennen. Bewegen Objekte mit großer Geschwindigkeit und sind aktiver, wenn Leute in der Nähe sind. Dann würde ich sagen, ist es kein Oni. Okay, in der Nähe ihres Opfers. Das heißt, theoretisch in der Nähe von Roggi sollte er aktiver sein. Und er würde ins Buch schreiben. Und Shade?
Würde auch passen. Nee, warte mal. Nee. Nee, passt ja nicht. Geisterorb, Geisterbuch. Was war denn das andere, was wir jetzt hatten? Oni und. Was wäre das andere gewesen? Geisterbuch, Oni, Shade. Nee, hä? Geisterorb ist Shade. Und Geisterbuch ist Oni. Geisterorb, Geisterbox, Oni. Okay. Oni oder Shade? Bin gerade verwirrt. So. Okay, das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip klären, ob er ins Buch reingeschrieben hat. Das können wir, glaube ich, drinnen überprüfen. Da müssen wir, glaube ich, nicht mal reinlaufen. Ah, Kacke, müssen wir schon. Okay, dann machen wir das doch. Kriegen wir noch ein Kruzifix mit? Nee, Räucherstäbchen? Auch nicht. Okay, passt auf, wir nehmen das. Zünden die an? Nein? Doch, zünden die an. Schmeißen das weg. Nehmen das mit. Jetzt sind die aus, oder was? Sind die jetzt schon durch? Ach, wow. Okay, schade. Naja, die Idee war bestimmt gut. So, dann nehmen wir da noch die Kamera mit. Können wir noch ein Foto machen? Zählt das eigentlich Foto vom Geist? Nee. Egal. Wir gehen jetzt einmal noch mal rein mit der Geisterbox. Okay, hat er da oben das Licht angemacht? Ich weiß es nicht. Aber das müssen wir jetzt noch überprüfen, würde ich sagen. Rocky schmeißt hier die Sachen raus. Versuchen wir es? Ja, wir versuchen es. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich laufe einfach raus. Okay, er hat nicht ins Geisterbuch geschrieben. Das heißt, nach Ausschlussverfahren haben wir keine Fingerabdrücke gefunden. Wir haben keine Geisterorbs gesehen. Geisterbuch haben wir schon. Gefriertemperaturen können wir ausschließen. EMF5 haben wir schon. Bleibt im Prinzip nur das die Geisterbox und dann ist es ein Oni. Jetzt geben wir dem Spiel noch 30 Sekunden, uns Geisterorbs zu zeigen, falls die das doch wären. Aber ich glaube, die können es auch gar nicht sein. Aber ich würde sagen, das passt so, ne? Und dann ist es der Oni. Und das macht auch Sinn. Wobei das hier nicht, ne? Also es passt eigentlich nicht so ganz, ne? Aber Geisterbuch haben wir ja auch gesagt, ist es nicht. Schlecht. Und Fingerabdrücke sind es auch nicht. Eigentlich haben wir keinen Beweis. Oh Gott, wir sind richtig lost. Wir sind halt so richtig lost. Wir spekulieren, dass es die Geisterbox ist. Dann ist es Jin oder Oni. Oh, vielleicht Jin. Vielleicht haben wir da eben was falsch gemacht. Jin. Dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Jin am Nutzen seiner Fähigkeiten. Das würde ja passen. Und das würde auch hier passen. Das würde auch passen. Ja, es muss der Jin sein. Ja, weil schnell war der auf jeden Fall. Ja. Das war ein Djinn. Djinn. So, und dann wäre das Letzte, was der Djinn noch braucht. Hä? Djinn, Geisterorb. Aber dann müssten wir die doch sehen können, oder? Wir sehen sie nicht, weil das Licht an ist. Okay, Charles Anderson ist ein Djinn. Und damit beenden wir diese unfassbare Sinfonie des Todes. Gucken uns das zusammen an. Oh Mann, Freunde. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen, für euer Vertrauen und gucken wir mal, ob es wirklich ein Djinn war und was der liebe Roggi dazu sagt. Yes! Es war ein Djinn. Was Aber war's? wieso? Ein Gin? Es war ein Djinn.
Ich habe mal Hast du wieder ein... richtig kombiniert, ey. Ich Was hast habe du nur ein... richtig kombiniert. Was hast du nur eingegeben? EMF5 hatten wir. EMF5 hatten wir. Wir hatten die Geisterbox, weil die nicht funktioniert hat, und die Geisterorbs, die wir nicht gesehen haben. Nee, Ah, ich hab. ich hab quasi ein bisschen kombiniert und habe beim Jin dann gelesen, dass er sich schneller bewegt, wenn du weiter weg bist, also wenn sein Opfer weiter weg ist, und das passte zu dem, was ich auf dem Bildschirm gesehen habe. In diesem Sinne sage ich Tschüsschen, danke fürs Zuschauen, bis bald. Tschüsschen.